Willkommen zu Station Yes, mein Name ist Matthias. Ja, ich wollte gerne nochmal darauf eingehen. Es gab so öfters mal die Anfrage, pass mal auf, du hast da dein 3 Base, also dein 3 Gas-Basissystem und wie du ziehst die Luft nicht mit einem Active Vent raus oder du ziehst die Luft nicht, also die überschüssige Luft, der Überdruck mit einem Back-Pressure-Regulator. Nein, tue ich nicht. Ich bin jetzt hier in der offiziellen Spielwelt von einem Kumpel und mir. Wir haben den ganzen Stuss hier selber zusammengeschustert, das heißt, hier existiert kein Kreativbereich. Wir haben hier schön zusammen gespielt, eine Basis gebaut und als erstes machen wir mal den Anzug aus, den Helm auf. So, wir können jetzt hier atmen. Ich kann auch mal kurz den Helm rausschmeißen, so, ist ja auch gar kein Problem. So. Wir sehen jetzt hier schon so richtig schön im Endeffekt unser System, was wir fahren. Sprich, wir haben N2, 52%. 50 ist das, was es mindestens haben soll. Wir sehen O2 von 32%. 30 ist ja das, was ich haben wollte. Und CO2 sehen wir zu 15%. 10% ist das, was ich haben wollte. So, die Maschinen laufen so. Also sprich, jetzt gehen wir mal in eine Filteranlage rein. So. Hier hinten ist unser Pumpsystem. Ja, die Pumpen, also die Pumpen pumpen. Die 3 Gase, wie erklärt, in der Basis und die stellen sich auf die Literzahl ein, die sie pumpen sollen. Dies habe ich ja in dem Video schon bereits erklärt. Naja, auf jeden Fall pumpen sie rein. Und wir sehen jetzt ja auch schon, dass der Druck in unseren Räumlichkeiten langsam ansteigt. Das liegt daran, weil es natürlich wärmer wird. Was machen wir mit dem Überdruck? Ja, dafür sorgen 6 Filteranlagen. Und zwar pumpen die Pumpen bis zu 90 kPa in der Basis rein. Alles, was darüber ist, ist zwar zu viel, aber erst ab 95 kPa wird geprüft, was haben wir denn zu viel? Haben wir zu viel CO2? Zieh was raus. Haben wir zu viel O2? Zieh was raus. Haben wir zu viel N2? Zieh etwas raus. Das, was die ersten 6 Filteranlagen also rausziehen, was dann zu viel ist bei 95 kPa, 5 kPa also Spielraum, wird im Waste-Tank wieder einsortiert. Und um den Waste-Tank kümmern sich die anderen 6 Filteranlagen. Ja, also das sind dann diese hier. Die haben nur einen Job. Die packen die Gase getrennt voneinander in den Tanks. Wie eine Art Sortiersystem. Ja, und so ist es möglich, in der Basis hier richtig zu atmen. So, damit ich die Temperatur, die wir hier im Raum haben, und auch diese Gasmischung, damit die immer gleich und konstant bleibt, sind überall an den Rändern von jedem Raum Passivfans. Ja gut, hier hätten keine drin sein müssen, sind es aber trotzdem, falls man mal eine Scheibe rausnehmen muss. Egal wo, wir werden die gleiche Temperatur in jedem Raum haben und wir werden das gleiche Gasgemisch in jedem Raum haben. Egal wo wir uns befinden. Das liegt halt daran, dass wirklich alle Passivfans mit der Anlage angeschlossen sind. Also sind alle komplett einander angeknüpft. Auch unsere Fressbude, die ist ebenfalls mit angeknüpft an, na, hi, da ist er ja, die ist ebenfalls mit angeknüpft an an dem Filtersystem. Hier oben drüber, ich guck mal, ob ich das hier eben kurz hier rauskriege. So. Ich brauche meinen Helm, sonst sehen wir da nie im Leben was.
So, hier oben drüber sehen wir in der Fressbude auch unsere Filter. Die sind, oder Passivfans, die sind einmal ringsherum um den Raum. So wie in jedem Raum, wie schon erwähnt. Ja, und so ist es halt möglich, eine richtige Basis zu basteln. Also so eine richtige Klimatisierung, so ein richtiges Atmosphäriksystem. Man muss sich das jetzt mal etwas anders vorstellen, wie es im wirklichen Leben geht. Wir haben ja im wirklichen Leben die ISS. Noch. Aber dort wird auch nicht jeder Raum einzeln separiert voneinander getrennt gefiltert. Man kann einen Raum abschotten, das haben wir auch gemacht, wenn wir unsere Fressstube abschotten wollen, weil wir hier irgendwo einen Durchbruch haben, können wir die Tür zumachen, den Hebel schließen und dann ist gut. Dann bleibt die Temperatur und die Gase im Raum erhalten und ist getrennt von diesem System. Das Ganze kann man natürlich auch automatisiert machen. Da wollen wir hier in diesem Spiel übrigens hinkommen, aber die Bude ist uns zu klein, die wird ein bisschen vergrößert. Und tja, was gibt es noch zu sagen? Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, was wäre noch eine Frage von euch? Ich weiß es gerade nicht. Na, auf jeden Fall insgesamt 12 Filter. Mehr braucht die gesamte Basis nicht. Und die kann so groß werden, wie sie will. Das ist völlig egal. Weil es automatisch aus diesem Raum gesteuert wird. Ach ja, Gassensor, genau. Hier ist ein Gassensor und das ist der einzige. Für die gesamte Basis. Egal wo wir sind, ihr seht ja, dass ich atmen kann, ich habe den Helm auf. Hier existiert zwar auch ein Gassensor, aber das ist nur unsere Schleuse, damit wir rein und raus können. Ja, ansonsten gibt es nirgendwo einen Gassensor. Egal wo wir sind, nur ein Gassensor. Ja. Hier gibt es natürlich auch einen Gassensor drin, aber der hat nichts mit diesen Räumlichkeiten zu tun. Wir wollen nur die Zentrifuge nicht ewig hören. Die hat jetzt gerade die Erze ausgeladen und danach würde sie neu starten. Und da die ziemlich laut ist, also extrem laut ist, die Combustion-Zentrifuge, möchte ich das nicht, dass die Basis wird unnötig laut und das wollten wir nicht. Und deswegen wird hier in dem Raum die Gase entzogen. Jetzt gleich geht sie wieder an, die ist gerade im Pausemodus. Kommen wir gleich nochmal wieder. Auch hier in unserem Stromraum das gleiche Prinzip. Also, sobald hier Gase gebildet werden, werden die rausgezogen, damit es halt nicht so laut ist. Dieses einmal auftitschen, gut, das lässt sich kaum vermeiden. Ja. Ja, okay. Ja. Wie gesagt, so baut man eine Basis. Ihr müsst euch das immer vorstellen. Ihr wollt ja nicht jeden Raum separiert voneinander filtern und sowas alles. Das ist ja unnötige Arbeit. Ihr müsst ja alles 27 Mal bauen. Das braucht ihr nicht. 12 Filter, Ende der Fahnenstange. Nur 12. Für alles. Ja, die 3 Filter, wir sind auf dem Mars, wir saugen die Atmosphäre draußen ein. Deswegen sind die auch noch hier. Ja. Die ersten 6, wie gesagt, die sind mit den Passivfans hier oben verbunden. Das, was die rausfiltern, geht dann automatisch zu diesen 6. Die sind gekoppelt am Waste Tank und filtern halt den Waste Tank leer. Ja, und so funktioniert das System.
Ich hoffe, dass jetzt irgendwie alle Fragen geklärt sind. Dass das funktioniert, seht ihr. Ihr müsst nicht überall Schleusen haben, weiß ich nicht. Zum Beispiel für euer, da wo ihr euer Essen anbaut, nur CO2 rein oder so, das ist völliger Quatsch. Kann man machen, keine Frage. Aber man braucht es nicht. Weil ich kann, ich muss mich nicht ausschleusen, umschleusen, ich kann hier reingehen, ohne dass ich meinen Anzug anhabe. Jo. Das dazu. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal vorgestellt. Ich hoffe, dass damit alle Fragen geklärt sind. Und ja, wenn ihr heizt, kühlt, ihr habt die gleiche Temperatur überall. Den gleichen Druck, die gleichen Gase. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier X-Gase in der Bude hätten, kann ich ja mal eben kurz machen. Na, sie ist jetzt wieder an und wir hören nichts von ihr. Das ist schon mal schön, ne? Das sind die Moles, die wir auch im Raum haben. Ich zeige das nochmal auf dem Tablet, damit ihr vergleichen könnt. O2 ist das Weiße in der Mitte. Da haben wir 98,93 Mol. Aufgerundet auf dem Tablet 99. Das Grüne ist N2, 158,3 Mol. Tablet hat abgerundet, 158 Mol. CO2 haben wir 47 Mol, ist aufgerundet, weil ganz rechts oben auf dem Display sehen wir 46,68. Und ja, da wird es auch aufgerundet. Also, ihr seht schon, die Molzahl stimmt. H2 haben wir hier in der Mitte. X haben wir ganz rechts. N2O hätten wir ganz links. Für uns ist jetzt die Mitte interessant. Warte, ich stelle den mal hier ab. Für uns ist jetzt die Mitte interessant. Wenn ich jetzt hier anfange zu streichen, dann haben wir X-Gase mit im Raum. So, da sehen wir sie auch schon. Ja. Und wir sehen jetzt auch schon, dass die auch bereits jetzt schon der Räumlichkeit entnommen werden. Also sie werden bereits jetzt schon gefiltert. Auch mit diesen geringen X-Gasen können wir jetzt atmen. Ich glaube, ab 6, 7 Mol oder so wird es kritisch. Nee, ab 0,7 Mol wird es kritisch. 0,7 oder 0,6. Ja, bis dahin könnt ihr noch alles. Auch Pflanzen, die würden nicht sterben. So, gehen wir jetzt mal einen Raum weiter. Da sehen wir jetzt auch die X-Gase. Sie sind in jedem Raum jetzt komplett identisch. So, hier sind sie sogar schon fast weg. Hier auch. Und hier auch. Ja. Ich hoffe, die Fragen sind geklärt. Bleibt gesund und munter. Ich verabschiede mich für heute. Euer Matthias.